Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Inka und ich möchte jetzt in diesem Video eine kleine Landschaft nochmal, so eine toskanische Landschaft malen mit Acrylfarben auf einem größeren Blatt Papier. Doch zeige ich euch zuvor, was aus meiner letzten Holzplatte geworden ist, die ich bemalt hatte. Da ist hier so ein kleines Häuschen nochmal entstanden mit einem Baum, einem Zaun. Dann habe ich hier, geht es weiter mit so Bienen. Das ist eine und das ist die andere Seite und das sind dann alles nachher Kulissen, Spielkulissen, die werden einfach nur so aufgestellt und dann kann man da spielen und dann hast du es wie so ein Hintergrund. So, es ist das eine und hier habe ich noch mir geholt, mal gucken, das sind so Schlüsselanhänger aus Holz und die möchte ich irgendwann mal gucken, was ich damit mache, dass ich die schön anmale. Dass ich dann ein schönes Motiv gucke und dass ich dann mal schaue, was da passiert. Und die Toskana-Landschaft im toskanischen Stil. Das ist hier schon mal eine, ich weiß nicht, ob man hier irgendwas erkennen kann, das ist hier so eine kleine Vorzeichnung. Und ich werde dann starten und erstmal hier gucken, überall, wie ich das hinbekomme, mal gucken, überall, wo blau, wo hier der Baum ist und dann da hier so den Himmel erstmal in so einem hellen Blau anlege. Da habe ich so weiß mit helles Blau angemischt. Mal gucken, das kommt dann hier dann erstmal so aufgetragen. Und während des Malprozesses dann ergeben sich immer so die Farben dann noch. Ich sage jetzt mal einfach mal viel Spaß beim Ansehen. So, für den Himmel nehme ich euch jetzt nur mal so ein kleines Stück hier mit. Hier immer so hier zwischen den Ästen, die dort sind. Hier so überall so zwischen da, wo Himmel ist, da wird jetzt dieses Blau, wenn blau genommen und dann alles so aufgetragen. Ich nehme dann immer noch mal ein bisschen Wasser nach, damit es so ein bisschen flüssiger wird. Damit es kein so ein dicker Auftrag wird, mache ich dann so, dass ich noch mal ein bisschen Wasser dabei gebe und dann habe ich hier noch und dann wird das nachher so und dann ist auch noch so eine Stelle, die ich mache. So. So, und das geht jetzt. So wie ich das euch jetzt hier gerade gezeigt habe, mache ich das jetzt einmal auch hier unten und gehe ich mal überall mal so, hier geht es mal mit dem Weißen so, mit dem Blauen, ich weiß, mit dem Blauen gehe ich jetzt hier überall mal hier so entlang. So, da braucht ihr jetzt hier so und dann geht das alles hier so rüber, hier kommt noch Blau, so und überall an diesen Stellen hier. Gehe ich dann einmal so entlang. So, das ist nur, dass ihr seht, wie der Himmel ist. Und dann sehen wir. So, und das andere zeige ich euch dann, wie es dann geht, später weiter. Alles, was blau werden sollte, für den Himmel hier ist jetzt gemalt worden. Und mit den Farbresten habe ich kurzerhand diese Ringe noch mit angemalt. An beiden Seiten in Blau und dann kann ich da wieder was anderes noch drauf machen mit den Farbresten. So, und jetzt geht es ja hier weiter, dass wir hier jetzt erstmal die ganzen Baumäste einbauen. Hier habe ich mal eine Mischung gemacht, das ist ein Zitronengelb mit Umbra gebrannt. Das ist ein Saftgrün mit Umbra gebrannt. Und hier habe ich nochmal ein
Chromoxidgrün auch mit Umber gebrannt. Und das nehmen wir jetzt als erstes mal als Grundfarbe für die Äste. Dann geht man immer weiter, den helleren Ton, bis zum Schluss, dass man hier den helleren Ton noch einbaut in diese Äste. So ist die Vorgehensweise jetzt. Die Mischung von Chromoxid und Umber gebrannt, dann Saftgrün und Umber gebrannt und dann Zitronengelb mit Umber gebrannt. Das geht so hin. Und dann muss man gucken, wie es dann noch weitergeht. Dann kommen dann noch die Blätter hier eingefügt. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei den Ästen. So, dazu fangen wir erstmal an hier. Da sind wir schon hier unten auch. Da haben wir ja alles schon hier. Hier braucht das nicht. Mal gucken hier, wie wir das jetzt hier einbauen. Das muss jetzt hier alles so. Da braucht man jetzt nicht geradflächig, sondern alter knochiger Baum. Der kann ruhig so ein bisschen mal. So, soll ich jetzt sagen, hier nicht so ganz gerade sein, die Fläche. Kann auch ruhig mal ein bisschen knochig auch aussehen. So ein bisschen hier so drüber gehen. Der muss jetzt auch nicht in einer geraden Linie sein. Der geht dann hier so krumm. Dieser alte knochige Baum. Und die Flächen müssen nicht ganz flächig, der kann ruhig uneben sein, auch die aufgetragene Fläche hier. Dass wir dann nochmal hier so drüber gehen. So. Wenn ich euch das hier, hier so. Ich bleibe jetzt mal bei diesem einen Ast hier, dass ich euch das zeige. Wie das hier so ist. Dann nachher noch Struktur kommt dann ja noch rein mit den anderen Farben. Das hier erstmal nur die oberste Fläche hier mediterran ist ja meistens verbunden mit dem Olivenbaum. Dass ich da mal schaue, wie wir das so umsetzen. So. So herum. Genau, jetzt brauche ich jetzt hier nicht. Gucken, dass wir den so ein bisschen. Auch dass so ein bisschen knochig wird. So, jetzt gehe ich hier hoch. Her. So. Das mache ich jetzt mal hier so ein bisschen runter hier. Mal gucken, dass das schön knochig wird. Das macht nichts. Da ist ein bisschen Grün mit reingeschlichen, aber das spielt hier keine Rolle.
Dann kann man hier später hier noch so kleine Äste lungen, wenn man hier noch Äste hat, so nachher so dahin. Und jetzt geht es ja weiter hier. Ich will mal erstmal den Pinsel auswaschen und dann mit dem Küchentuch ein bisschen abputzen. Und dann gebe ich die nächste Farbschicht drauf. Ja. So, dann geht das immer so. Das wird so. Zeige ich euch das hier an dem Ast, wie das dann erstmal so geht. So ein bisschen mit dem Pinsel auch so hin und her schwingen. Das macht hier nichts, wenn da nur in der freien Natur sich das alles anguckt, ist das ja auch nicht alles eben. Die ganze Natur ist ja nicht in einem eben, sondern auch verschieden. Die Äste und Maserungen der Bäume. Das ist interessant, man muss mal alles so ein bisschen gucken, was ist in der Natur so los und sich das mal betrachten und dann machen wir das da so nach. Mal so. Da kommen wir schon. Oh, das wird. Ich habe hier Farbe, die schnell trocknet. Da kann ich dann flott drüber gehen. Normal geht man erstmal, wollte ich jetzt in dem einen Ast zeigen, dann gibt man einen Ast, dann zum nächsten über und dann erst die ganzen anderen Farbschichten. So, das ist diese Farbschicht jetzt. Dann sieht man schon auch so ein bisschen, das ist die eine Farbe, dann wieder die andere so ein bisschen, dass es nicht so gleichmäßig ist. Und jetzt kommt die dritte Farbschicht drauf, die wir jetzt da drauf machen wollen. Und gucken, wie die dann so ist. Das sind so helle Stellen. Hm. Muss ich noch mit dem Pinsel, die ist ja nicht so, lass uns mal gucken hier. Jetzt habe ich mich, jetzt muss ich mal gucken hier, wegen den Stellen. Jetzt mal hier so ein bisschen rein. Wischen das so ein bisschen hier. Ich bin ja jetzt, warte, Licht. Soll ja auch schon ein bisschen Licht abgeben hier. Also muss ich hier jetzt Obacht geben, dass ich das, die hellere Farbe, links rein, weil ich ja, wenn ich rechts Schatten machen will, ja, rechts soll der Schatten, dann muss mir hier das, was heller ist, dann hier so.
hier so drüber. Jetzt nehmen wir so mit dem Pinsel mal hin und her und schauen, dass wir Struktur reinkriegen, so ein bisschen. So. Schön durch den Pinsel wieder aussäubern. Dann hier nochmal so drüber gehen. So. So, und jetzt gehen wir hier so mit dieser Vorgehensweise jetzt, wie ich euch das jetzt hier in dem Ast gezeigt habe, geht das jetzt auch mit den anderen Ästen so weiter. So, das mache ich jetzt fertig und dann blende ich das wieder ein, wie bei dem zuvor gemachten. So. Die Ästelung ist jetzt alles fertig hier. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, hier jetzt die Blätter einzufügen. Man kann jetzt, wenn man will, mit dem Stift gehen, mit dem Pinsel gehen und jeden einzelnes Blatt nehmen und malen. Oder wie ich, nehme dann die einfache, schnellere Variante, die tut es auch, indem ich hier diesen Fächerpinsel nehme und mit einer Mischung aus Olivgrün, Chromoxidgrün und dann nehme ich noch, hier habe ich ja noch mal ein bisschen Olivgrün schon angemischt, Olivgrün, das ist Chromoxidgrün und Zitronengelb, dass ich da jetzt da eine Mischung und da mal gucke, dass wir dann das so machen, dass wir die Blätter einfach nur so hier so angedeutet. So, und dann gehen wir mal so hin und her mit dem Fächerpinsel. Das ist die schnelle Variante. Da braucht man nicht dann jedes einzelne Blatt machen, weil ich ja noch das andere so, weil ich ja das andere noch da unten auch noch habe. Da unten ist ja auch noch Landschaft, entsteht ja da noch und die wird dann ja auch noch mal so ein bisschen intensiver. Und aus diesem Grunde dann gehe ich auf diese schnelle Variante über. So. Dann kann man das so weiter. Machen wir hier noch ein bisschen. Gib am besten hier so runter. Nur aufpassen, weil da jetzt der Baum kommt. Jetzt darf man ruhig auch mal hier ein bisschen tiefer runtergehen hier. Hier unten so ein bisschen.
Äste so. So. So, dann seht ihr jetzt mal hier so die Technik, wie ich mit dem Pinsel das so mache. Und jetzt kommen dann noch drei weitere Farbschichten, das seht ihr dann. So ist das jetzt erstmal aufgetragen mit den drei Farbschichten. Jetzt kann ich später noch gucken im Laufe des Malprozesses später mal, ob hier irgendwo noch eine Korrektur gemacht werden muss oder was auch immer. Jetzt habe ich aber noch Farbe auf der Palette und es ist ja schade, wenn die jetzt verkommt. Die wird jetzt eigentlich, wir haben hier zu pressen. Die zeige ich mal hier, das sieht man ja hier jetzt in dem Bild. Und jetzt nehme ich diesen Pinsel mit den Farben da, dieses Dunkle, was ich da angemischt habe. Das nehme ich jetzt als allererstes, setze das hier an. So, und gehe dann so drüber. Das ist dann jetzt die sogenannte Schattenfarbe. Hier unten haben wir ja jetzt auch noch eine Stelle. Also den Pinsel nehme ich jetzt nicht. Mit der Farbe kann man nämlich jetzt auch hier gehen, die ja noch da ist, und den Stamm hier machen. So, dass ich hier jetzt einmal in... So, diesen rüber gehe. Und dann diesen braunen Stamm. Und dann mache ich hier weiter jetzt, dass ich hier so mit dem Pinsel so seitlich da hoch, hier so. Zypressen, die sind sehr hoch. Bald wird immer mit den Farben hier, wenn man Bäume malt, immer in drei Schichten System. Wir malen erst, wird eine dunkle Farbe aufgetragen, auf die dunkle Farbe kommt dann ein hellerer Farbton und auf dem helleren Farbton einen noch helleren. Und dann kann man noch mit Lichtreflexe machen, dass man von einer Stelle schaut, von wo, und man dann noch ein bisschen Weiß reinsetzen kann. Muss nicht, kann man. Und jetzt habe ich das ja hier so. Ich habe ja gesagt, mein Licht kommt von links ist das Licht, rechts ist der Schatten. So, jetzt muss man erst mit dem Pinsel wieder sauber machen. Wenn wir immer für jede Farbschicht, wenn wir eine neue Farbschicht nehmen, erstmal wieder sauber machen. Und jetzt geht es ja an das hellere Grün. Das ist, das hatte ich jetzt hier genommen, Chromoxidgrün. Das können wir jetzt hier einbauen.
Und dann schauen, wenn wir hier so malen, da, wo das da pinseln, dass wir noch ein kleines bisschen hier und da von der dunklen Stelle noch lassen. Das ist nicht ganz zu. Das ist ja der Schatten und soll ja Plastizität noch bringen. Hier gehen jetzt diese beiden Zypressen ineinander über. So. Aber da müssen wir hier oben, muss man jetzt aufpassen, dass da frei bleibt, der Spalt. Dass man nicht die so überpinseln jetzt. Jetzt geht es hier mit dem Hellen weiter. Dass jetzt das helle Grün da reinkommt. Dieses Gelbgrün, stimmt. Das kommt jetzt hier. Und da ich ja jetzt dann von der anderen Seite auch gehe, darüber, so, dann, so, da das Helle, dann bleibt aber da noch das Dunkle und man sieht noch dann wieder, dass die Zypressen zwei für sich sind. So sieht es dann mit den Zypressen aus. Ja, genau. Und das mache ich jetzt mit allen anderen Zypressen, die jetzt hier im Bild noch zu sehen sind, werde ich jetzt genauso weiterverfahren, sodass ihr das jetzt erstmal nur gesehen habt, wie das hier ist. So, und dann geht das hier so. Jetzt mit diesen hier ist noch eine Zypresse, hier haben wir noch welche so. Und das mache ich jetzt alleine wieder weiter und dann zeige ich es euch wieder im Bilde. So, das sind jetzt die fertigen eingefügten Olivenbäume. Und hier haben wir jetzt noch Sträucher, Bäume, die sich jetzt hier noch in der Landschaft da. So, jetzt kommen hier die Stämme hier. Ja, hier ist auch noch ein Stamm. Jetzt kann ich mal überlegen, mit was ich das Ganze mache. Erst dann nehme ich mal einen hellen Ton. Ein helles Grün. Und gucke mal, mit was ich die Bäume, da kann man jetzt mit dem Pinsel von oben gehen. Die Spitze nehmen vom Pinsel. Und dann tupft man das so auf.
so ein bisschen gucken, weil jetzt würde ich das hier mal so ein bisschen abheben. Und den anderen, jetzt gebe ich mal mit diesem einen Grün da durch, mit dem Chromoxidgrün. Wird aber nicht zu viel auf einmal auf dem Pinsel. So. Kann ich überlegen. Aber ich überlegte gerade jetzt, war ich so im Gedanken, ob man da nicht noch einen schönen, dezenten Rotton reinmacht. Wollen wir können ja auch mal. Eine andere Farbe haben. Wir haben ja, das ist ja jetzt mediterran. Jetzt gehe ich mal nochmal zu den anderen Baum rüber. Das sind noch zwei Bäume, die wir hier haben jetzt. So, und die mache ich dann auch so. Aufstupfen und jetzt gucke ich mal eben nach einem schönen Rotton. Mal gucken hier, wie das wird. Das ist jetzt Magenta. Denn es gibt auch Bäume, die schön blühen. Das ist am allerbesten, wenn wir die Bäume nämlich so machen, dass die so ein bisschen sich von den Zypressen abheben. Deswegen, und Magenta ist eine schöne Farbe, die würde jetzt gut passen hier so. So. Das ist jetzt nur schwach, so ein bisschen grün dadurch. Ja, und das Magenta so hervorgehoben und das mache ich jetzt mit allen anderen Bäumen, die da sind, auch noch. Und dann kommen hier noch so ein paar Büsche. So, die braucht man ja auch nur wieder mit irgend so einem Grün. Ich habe ja hier so einen Grünton. Dann geht man hier so drüber. So, sage ich nochmal hier an diesem Busch hier. So, und dann haben wir dann hier schon einen Busch. So, dass wir auch, wir müssen ja verschiedene Farben, dass wir nicht immer nur ein und dieselben Farben, sondern auch andere Farben hier haben. Farbtöne in der Natur ist ja nicht alles in einem gleichen Grün. Da mal heller, mal dunkler, so. Dann tupft man das mit der Spitze von dem Pinsel hier alles so auf und so geht das dann jetzt weiter und dann kann man später noch eine andere Farbe zwischen. So. Oder man belässt es so. So, das sind dann so. Na, ich gehe auch hier noch in der Mitte und bedecke das hier. Manches ergibt sich so während des Malens. So nochmal überlegt, was macht man da jetzt für eine Farbe.
da würde ich jetzt sagen, was sagt mir die Farbe? Da könnte man jetzt noch ein schönes Gelb reinstecken. Da kommt jetzt noch ein schönes Gelb rein. So sieht das dann mit den Büschen aus. So, ich mache es jetzt alleine wieder weiter und zeige es euch gleich im Bild im nächsten Abschnitt. Das Bild wird jetzt hier wohl ein größeres Projekt. Hier sind nochmal die Bäume jetzt. Da noch ein paar Sträucher hier. Habe ich jetzt hier so gefügt. Und ich würde mal sagen, mit den Bäumen und so, den Zypressen und den Olivenbaum, das ist schon ganz schön so. Ich würde das jetzt erstmal so belassen. Und dann geht es in einen zweiten Videoteil weiter, indem ich euch das andere zeige, wie es da weitergeht. Und lasse das jetzt hier mal so. Und später geht es dann weiter. Und wenn es euch gefällt, dann wisst ihr, Daumen rauf und abonnieren, Glocke und nichts mehr verpassen. Und ich sage mal Dankeschön fürs Ansehen. Bis zum nächsten Video, dem zweiten Teil.